Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Unser heutiger Studiogast ist, um das alte deutsche Wort zu benutzen, ein Tausendsassa. Denn er hat so viele Dinge schon gemacht in der Öffentlichkeit. Er war Journalist bei der Zeitung, er hat Radio gemacht, er ist im Fernsehen aufgetreten und ganz nebenbei ist er auch noch Kabarettist und war auf vielen Bühnen dieser Region zu sehen. Ich freue mich ganz besonders, Franz Kain zu begrüßen. Hallo Franz. Hallo Norbert. Ja, habe ich übertrieben, aber das ist ja Wahnsinn, was du in deinem Leben schon gemacht hast. Tausendsassa hört sich immer so ein bisschen übertrieben vielleicht an, aber in der Summe war es noch gar nicht alles, was ich gemacht habe. Ich meine, du bist noch keine 60, gehst aber auf die 60 stramm zu. Schön, dass du das so gleich am Anfang erwähnst. Ja klar, gleich mal einen reingewirkt. Ja, gleich mal einen. Ich bin älter als du, das muss ich auch dazu sagen. Das ist das Lustige. Aber ich will es mal vorab eine Frage, die würde eigentlich später kommen in so einer Sendung, aber ich will sie gleich zu Beginn stellen. Welches von diesen Sachen, die du gemacht hast, waren denn die schönsten für dich? Alles. Ich kann immer behaupten, egal was ich gemacht habe, es ging ja mit Sportjournalismus los, Zeitung, genau. Dann Radio, Werbeagentur, später Fernsehen, Auftritte auf der Bühne, als Kabarettist. Also jedes Ding hat was für sich und dass ich es mittlerweile auch vereine, kann man sagen, mal mache ich ja das, mal mache ich ja das. Das ist das Schöne daran, dass mein Beruf als Journalist, als Schreiber, als Texter, als Sprecher ja so vielfältig ist, dass man immer was draus machen kann. Jetzt schreibe ich halt Kabaretttexte, vorher waren es Berichte über, wie du, da kennen wir uns ja her, über Sportberichterstattung und viele Dinge aus dem Sportbereich. Ja. Und jetzt sind es halt Kabaretttexte. Aber letzten Endes lässt einem das Schreiben nie los. Ich habe schon als Kind Gedichte geschrieben, so als Neunjähriger, nicht nur zum Muttertag für die Mutter, sondern auch andere kleine Gedichte. In der Grundschule gern Aufsätze geschrieben. Das hat sich irgendwie fortgesetzt, sodass man sagt, okay, irgendwann habe ich es zum Beruf gemacht. Also das war das Schönste eigentlich zu sagen, wenn man das Schönste sagen will, den Sport, das Hobby zum Beruf zu machen. Ja, ich glaube, das trifft ja für uns alle zu. Weißt du, wenn mich Leute fragen, was machst du beruflich und du sagst Journalist, dann denken viele, das ist ein Beruf. Nein, das ist Leidenschaft, bei dir auch. Das kann man so sagen, ja. Also es ist natürlich ein Beruf, aber den Beruf kann man nur mit Leidenschaft ausüben. Genau. Weil, wenn man weiß, dass man am Wochenende immer unterwegs sein muss, dass man abends unterwegs sein muss, gerade beim Sport sind die Spiele abends, am Wochenende Fußball, Handball, alles findet ja auch wie generell der Sport am Wochenende statt. Man muss die Sonntage opfern, das muss man seiner Familie vorher klar machen. Beziehungsweise bei mir war es so, man hat mich so genommen, wie ich kam, mit dem Beruf und musste aber natürlich auch da Abstriche machen und immer wenn die Freunde Zeit hatten, am Wochenende waren wir halt unterwegs. Aber das hat mir nie was ausgemacht. Hat man mittwochs frei gehabt, da waren alle beim Arbeiten. Da konnte man sich vielleicht nicht treffen, aber man konnte auch mal in der Zeit was machen, wo alle Geschäfte offen waren, bummeln gehen und sonst was, wo die anderen dann eben arbeiten mussten. Die haben dann das Wochenende genossen, aber mir hat nie was gefehlt. Und ich habe das, wie gesagt, auch mit der Leidenschaft gemacht, zu sagen, okay, Sport ist es einfach. Und wenn man das von Anfang an so kennt, und jetzt muss man noch dazu sagen, wenn man aus einem selbstständigen Haushalt kommt, meine Eltern, die haben auch am Wochenende gearbeitet. Da war ein Haushaltswarengeschäft, da war eine Autowerkstatt, da war samstags auch offen. Und sonntags wurde die Buchhaltung gemacht. Also ich kenne es gar nicht anders. Also insofern hat mich das nie gejuckt, ob das Samstag, Sonntag. Für mich ist klar, schön, wenn sonntags mal ein bisschen ruhig ist, aber macht mir nichts aus, auch da zu arbeiten. Das ist interessant, weil ich kann das natürlich logischerweise, wir kennen uns ja seit vielen Jahrzehnten, kann das ja nur unterstreichen. Das war ja bei mir nicht anders. Wenn du mit Sport zu tun hast, bist du am Wochenende. Und du gewöhnst dich daran. Ja. Das ist was ganz Normales. Das ist, andere gehen halt Montag um 8 ins Geschäft. Okay, du hast du vielleicht am Montag frei oder am Mittwoch frei oder den Freitag, aber das Wochenende ist grundsätzlich weg. Du hast es gerade schon angedeutet, dass du mit 9 Jahren schon Gedichte geschrieben hast. Das hat sich also früh abgezeichnet, dass du die Richtung gehen willst. Ich meine, mit 9 kann man auch nicht sagen, was man beruflich später macht, das ist klar. Abgezeichnet hat sich noch gar nichts. Ja. Es hat sich nicht einmal mit 18 was abgezeichnet. Ja. Da hat man zu Hause noch erzählt gekriegt, studier mal Jura. Das war so die Zeit, als Jura so in war, was heute BWL ist oder vor ein paar Jahren noch BWL
BWL war vielleicht. Da hieß es, oh, Rechtsanwalt und was ich weiß. Also furztrockene Texte lernen, das war gar nicht mein Ding. Und dann war für mich klar, ich will aufs Meer, Kapitän auf großer Fahrt, hieß dieser Studiengang. Das hätte ich gern gemacht, weil ich schon immer eine Verbindung, auch durch Schwimmen, leistungssportmäßig auch Schwimmen gemacht, gern im Wasser war und dachte, das ist vielleicht was auf dem Schiff. Bis ich dann im Trainingslager von den Leichtathleten in Split, in damals in Jugoslawien noch, auf eine Fregatte Emden, weiß ich bis heute, an Bord durfte. Das war die erste Fregatte, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder da einlaufen durfte. Und bin da rein, habe diese Kajüten gesehen und ich bin ein bisschen klaustrophobisch veranlagt und wusste, dann war's auf gar keinen Fall. Ja, natürlich Wasser, ja, aber ja, niemals klar. Auf so einem Schiff. Ja, klar. Und da war dieser Studiengang erledigt. Und dann lese ich irgendwann in der Zeitung, ein Freund von mir aus meiner Schulklasse, der mittlerweile Leiter Außenpolitik der Süddeutschen ist, der hat gesagt, du, die suchen noch einen freien Mitarbeiter für den Sport, für die Odenwiller Zeitung. Also okay, dann kann ich ja mal anrufen, ob die mich haben wollen. Und da hieß es, mach mal 100 Zeilen über die Neuzugänge vom SV Lötzenbach. Das war der Einstieg. Ja, SV Lötzenbach, Fußball-Kreisliga C Ost. Oh mein Gott. Und dann habe ich das gemacht und er sagte, also können wir bei uns anfangen. Und nach 4 Wochen habe ich gesagt, das gefällt mir, das macht mir Spaß. Also nicht nur Kreisliga C Ost, vielleicht wird es mal noch Deutsche Meisterschaften oder Olympische Spiele, was ich was. Das war so mein Anreiz. Ich würde auch gerne den Beruf machen. Könnten Sie mal so ein Volontariat geben? Kriegen Sie. Und das war ein Jahr vorm Abitur. Und dann wusste ich schon, wo es hingeht. Das war aber, Zufälle gibt es eh nicht, sage ich immer im Leben. Das hat so sein müssen, dass das Schreiben dann doch irgendwo sich im Beruf niedergeschlagen hat. Ja, ich kann alles unterschreiben, was du sagst, weil meine Mieter war genauso. Ich bin auch irgendwann. Hast du auch Gedichte gemacht bei der Mutter? Nein, Gedichte habe ich nie geschrieben. Also heute denke ich mir sehr aus. Nein, bei mir war auch die Frage dann ab einem gewissen Alter, was machst du? Und dann sagt meine Oma zu mir, du wolltest doch schon immer Sportreporter werden, weil ich immer Fernsehen geguckt habe und Zeitung gelesen habe, ja, Sport. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. So ist es bei mir gekommen. Das siehst du, Franz, wie es geht. Aber du hast wirklich diesen klassischen, den ich ja auch gemacht habe, Volontariat, ja, und dann ein bisschen weitergemacht. Das ist eine gute Zeit gewesen, fand ich damals als Volontär. Weil das war noch, ich will es jetzt nicht vergleichen, weil sonst klingen wir wie zwei uralte Männer, aber das waren richtige Journalisten noch damals, wo du es richtig von unten nach oben gelernt hast. Also bei mir war es. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass heute keine richtigen Journalisten sind. Aber wir haben es von der Pike auf gelernt. Haben halt noch die Zeit erlebt, also ich zumindest, also du wahrscheinlich dann auch. Ja, klar. Fotosatz, da wird noch nachts die Zeitung zusammengebaut. Ja, klar. Da wurde einfach noch ein Absatz weggeschnitten, weil er einfach nicht reingepasst hat. Und da hat er das Tor, das ausgerechnet in der 90. Minute gefallen war, gefehlt. Ja, klar. Also man hat eine ganze Spielbericht, damals noch so von vorne bis hinten geschrieben. Am Ende hieß es, unter 90 Minuten weg war es. Der Rest hat gefehlt. Ja. Habe ich nie vergessen. Ja, genau. Aber man hat hinterher zusammengestanden mit den Meteoren, Bier getrunken noch hinterher. Genau. Und da war man 12 fertig und ist da raus. Das war völlig normal, dass nachts um 12 dann Arbeitstagende war und keiner sich Gedanken darüber macht. Keiner hat das Stechuhr gehabt, keiner hat die Uhr geguckt. Es war so. Es war aber, das glaube ich, sagen zu können, weil ich sehe heute noch Redaktionen, in denen ich drin bin oder durchlaufe, der Zusammenhalt von der Redaktion bis zu dem, der das fertig machen musste, was heute der Redakteur ja selbst macht, war ein ganz anderer. Das glaube ich. Und da waren ganz andere Freundschaften im Berufsalltag entstanden, wie es heute noch überhaupt möglich ist. Weil das sind alle froh, wenn sie raus können. Aber das geht auch darum, kann ich heute Abend denn noch was anderes machen, außer schreiben. Hat uns nicht gejuckt, hat uns nicht interessiert. Das war die Leidenschaft eben, die manchen abgeht. Weil heute, glaube ich, findet man ja kaum noch Männer für den Journalistenberuf. Das kriege ich immer mehr mit. Es sitzen die ganzen Redaktionen voll. Das habe ich beim Radio schon erlebt. Da habe ich fast alles Frauen nur gehabt. Und ich weiß nicht, warum der Beruf für den Mann anscheinend nicht mehr so attraktiv ist. Für uns war es noch. Oder ist es heute noch? Ja, ich glaube, es hat mit vielen Dingen zu tun. Natürlich auch die finanziellen Mittel sind nicht mehr da bei den Medien. Das, was wir verdient haben, verdient heute niemand mehr, der vom Studium kommt, ein Volontariat macht. Deswegen habe ich kein Studium gemacht. Ach so. Ich habe gleich angefangen, weil bis die anderen ihr Studium fertig hatten, haben wir schon so viel verdient, das holen die niemals mehr auf. Ja, das stimmt. Und damals hat man ja auch nicht nur Bachelor und Master gehabt, sondern da gab es welche, die haben 16 Semester studiert. Ja. Und es gab den Journalisten-Lehrgang nicht. Also es gab dieses Studium nicht mit Journalismus. Aber du hast doch dann
dann irgendwann dich entschieden, auch mal, und ich muss das ablesen, entschuldige bitte, du bist der stellvertretende Chefredakteur zu Radio Wachenburg. Dann, und diese anderen Sachen. Umstrukturierung von Radio Wachenburg zum Oldiesender Rhein-Neckar in Kooperation mit RTL, und ich könnte diese Liste endlos fortsetzen. Warum? Warum diese Variation? Wolltest du nicht mehr nur Print machen? Also nicht mehr nur Zeitung? Ich habe von Anfang an eigentlich, als ich von der Bundeswehr zurückkam, also ich war freier Mitarbeiter im Sport für Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung, auch Mannheimer Morgen, damals durfte man noch in der Mandelredaktion ja als Volontär arbeiten, Sport und Wirtschaft damals, und dann hieß es, wir machen im Haus einen Radiosender auf. Der erste lokale Radiosender in Baden-Württemberg wurde in Weinheim auf Sendung gebracht, und die haben mich aus der Bundeswehr rausgelotst nach 12 Monaten im Wissen, wir brauchen noch jemanden und wir könnten den Franz gut gebrauchen, auch fürs Radio. Und da habe ich immer schon parallel Sportmeldungen vorgelesen im Radio, und dann gab es die Besetzung des stellvertretenden Programmchefs, wir wollen einen aus dem Haus haben. Und dann haben sie mich quasi im Haus von einer Redaktion ins andere Gebäude rübergelotst und haben gesagt, du machst es jetzt. Dann habe ich es eher als Strafversetzung erstmal empfunden, so nach dem Motto, wir wollen den in der Zeitung nicht mehr haben. Und er sagt, wir bieten ihnen eine riesige Chance, und da bin ich heute noch dankbar dafür, weil das war die schönste Zeit als Journalist für mich, als rasender Reporter. Ich bin mit der SG Leutershausen durch ganz Deutschland gereist. Ja. Wir haben im Jahr der deutschen Vizemeisterschaft 1992 alle Spiele berichtet. Ich war dabei. Von Essen der Krugerhalle bis, weiß Gott, wohin gefahren. Gefahren Wolgerberg mit dem Auto. Und da haben wir ganz viele tolle Erlebnisse gehabt und eine Sportsendung, die ich dann ausbauen konnte. Also da konnte ich mich noch viel mehr verwirklichen als in der Tageszeitung. Und ich habe dabei gelernt, Dinge, die sehr komplex sind, in noch kürzere Worte zu fassen. Was mir danach wieder geholfen hat fürs Schreiben. Ich habe danach auch parallel erstmal Zeitung weitergemacht, auch für Magazine später. Und dann war ich in der Lage, aus 1,30er Beiträgen, ja, das kennen wir ja alle vom Fernsehen auch, lange darf es nicht sein, muss man in 1,30 zusammenfassen, das Wichtigste zusammenfassen, was man in epischer Länge teilweise seitenweise geschrieben hat, in Reportagen und was. Alles schön gewesen. Heute frage ich mich, wer hat denn das gelesen? Ganze Seiten. Du hast versucht, gut aufzumachen, dass es lesbar wird überhaupt. Aber es war eine Bleibwüste erstmal. Aber das Radio war das Element oder das ist das Medium, wo ich sage, das ist heute noch das Schnellste. Selbst Internet kann nicht mit. Ich gehe da rein, Regler hoch, live. Und der Live-Charakter, auch wenn beim ersten Mal mir die Stimme fast versagt hat, als die rote Lampe anging, die ich hier gerade auch im Studio sehe, da konnte ich fast nichts sagen. Und habe mir auf Deutsch gesagt, fast in die Hose gemacht, was jetzt passiert, weil du gibst kein Zurück mehr. Jetzt ist die rote Lampe an, jetzt geht's. Heute bin ich froh, wenn wir nicht aufzeichnen. Heute müssen wir das ja für den Podcast. Am liebsten wäre mir alles live, geh mit ist mir live. Raus live auf on die tape. Bühne. Live on dann tape. Kannst du dich gar nicht verbessern. Es ist einfach so, wie es ist. Ja. Und Ende der Vorstellung. Und das Live, dieser Live-Charakter und dieses Schnelle und sofort bei den Leuten zu sein und zu sagen, ich sitze hier, aber eigentlich sitze ich direkt neben dir auf dem Sofa, nehme dich in den Arm und erzähl dir was. Wenn man sich das vor Augen hält, dann ist Radio fast noch spannender wie Fernsehen. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe 3 Jahre für Radio Regenbogen über die TSG Hoffenheim berichtet. Und im ersten Jahr waren die ja richtig gut in der Vorrunde. Und zum letzten Spiel mussten sie zu den Bayern. Ich war dort als Radio Regenbogen Reporter und habe es damals, was, und das weißt du, Franz, okay, wir reden jetzt quasi unter uns als Journalisten. Ja, aber, ja, wir sind ja unter uns. Und ich habe 7,5 Minuten live für Regenbogen von diesem Spiel berichtet, von den letzten 7,5 Minuten. Und ich muss es ehrlich sagen, und ich muss vorsichtig sein mit der Wortwahl, es war das, Entschuldigung, geilste, was ich je gemacht habe. 7,5 Minuten live. Das kann ist, ich noch das einen ist unfassbar. Ja, setz noch einen drauf. Ich habe das Wort nicht benutzt. Karlsruher Wildparkstadion, Waldhof gegen KSC. Es war Pokalspiel und es gab Elfmeterschießen. Da habe ich von Karlsruhe aus gesagt, als es dann 5-5 stand, jeder hat getroffen gehabt, die Nachrichten streichen wir. Ja, nämlich, keine Weltnachrichten. Nämlich auf Wenn Sendung. Der nächste Schießen ist entschieden, ja, klar. Dann ging es 16-14 aus meiner Erinnerung. Vielleicht sind es 17-16 gewesen. Das ist alles, was du kommentiert. Alle von vorne wieder anfangen zu schießen, weil alle geschossen hatten, die im Feld waren. Nein, und es ging wieder von vorne los. Und wir haben die Weltnachrichten ausfallen. Es ging über eine Viertelstunde am Stück. Und es war eines der schönsten Erlebnisse. Es ist ungefähr so gewesen, wie Marcel Reif, der
dann sich durchhangeln musste, als das Tor zusammengebrochen war. Ja, und ja, hier waren wir, okay, keiner wusste, wie geht's aus. Ja. Und ich weiß leider nicht mehr, hat Karlsruhe gewonnen oder der Waldhof. Es war ein Riesenerlebnis. Irgendeiner. Ich weiß noch, bei diesem Spiel in Madrid damals, da hat doch... Och, jetzt geht's aus der Region raus. Ja, aber nur für eine Sekunde. Ja. Und diesen Spruch werde ich nie vergessen. Da hat Günther Jauch moderiert und hat dann gesagt, hier ist schon ein Tor gefallen. Ja, ja, genau. Es war nur das richtige Tor. Bei mir waren es dann über 32 Tore. Aber Franz, wir reden so viel über Journalismus, weil wir haben Schienen. Ist auch meine Basis. Ja, ja, natürlich, meine ja auch. Das sind ja Schienen, die über die letzten Jahrzehnte quasi parallel laufen. Wenn du den Journalismus von heute anschaust, und ich will es nicht übertreiben, aber er hat sich verändert. Sehr stark verändert. Er ist viel zu schnell. Er ist zu schnell. Das wird ja gar nicht mehr recherchiert. Nee, das genau. Rauskauen, genau. 2 Minuten später, nächste Meldung, genau. Wieder eine Meldung. Lass doch erstmal alles sacken, lass erstmal, ich schäse immer mit dem Puschelmikrofon und dann stehe hier vom Ort des Geschehens und es ist noch nichts geschehen, aber ich melde mich sofort wieder, wenn wieder nichts geschehen ist. Das sind eine Luftnummern, was da erzählt wird. Hauptsache, man ist live und ich glaube, die haben mittlerweile einen Föhn dabei, dass die Haare fliegen, dass man sagt, oh, der ist irgendwo vor Ort, dass es immer so wild aussehen muss. Und es ist nichtssagend. Lass doch erstmal alles geschehen und sag was, wenn es soweit ist. Und die Nachrichten, wenn er schon überholt, während er spricht, ist ja schon wieder was Neues passiert oder die glauben, dass was Neues passiert ist, dass man schon wieder anders formulieren muss. Und diese Flut erschlägt einen ja dermaßen, dass ich froh bin, in dem aktuellen Bereich nicht mehr arbeiten zu müssen. Weißt du, was ich nicht verstehen kann? Ist auch diese Expertenflut. Für jeden Quatsch gibt es mittlerweile 15 Experten. Ja. Die erzählen dir das, was du sowieso gedacht hast, aber machen so. Das wäre aber mal ein Geschäftszweig noch für mich, den ich noch nicht gemacht habe. Ja, dann mach's doch. Also ich würde gerne mal noch Experte sein. Ja, irgendwas ist doch egal. Vielleicht für Bühnenprogramme, für Kabarettisten, Experte für Kabarett, um dann zu beurteilen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Weil da wird ein Zeug erzählt, wo ich denke, was ist das für ein Experte jetzt? Ja. Und dann werden Worte gewählt, die der Mensch, der sie ausspricht, gerade beim Fußball, antizipiert. Das ist mein Lieblingswort. Das versteht weder der, der es guckt, was das heißt, noch der, der es sagt. Weil das auch ein ehemaliger Fußballer ist. Ja. Also bezweifle ich, dass er es weiß. Aber er hat es schon 5-mal gehört, weil irgendeiner es in die Welt gesagt hat. Jetzt ist es ein Strahl oder ein Strich, wenn einer schießt und tief und hoch wird gedeckt und was der Geil was. Red doch Deutsch. Red. Und das ist genau der Punkt, warum ich meine Programme in Kurpfälzisch mache. Und deswegen lieben die Leute auch die Sprache hier aus der Region. Und das jetzt mal reinzubringen. Ich habe ja auch in meinen Programmen Dinge, die ich früher im Radio oder bei RNF im Fernsehen gemacht habe oder auch mal im dritten Programm bei So lacht der Südwesten oder Freunde Meulesmühle oder so Dinge, die lieben einfach den Dialekt. Und ich habe bei der Aufzeichnung, gerade beim SWR damals, über das Wurstebrot was gemacht. Mhm. Allein dieser Begriff Wurstebrot war das Thema in der Pause der Aufzeichnung. Daran sieht man, dass diese Kurpfalz, die lebt nochmal anders wie andere Regionen, jeder hat seinen Dialekt. Und ich finde es auch großartig, dass die Dialekte wieder so kommen. Früher durften das nur die Bayern. Ja, ich sage nur Harry Valerian, unser Kollege, wo sind wir, da sind wir, das durfte er sagen. Da hat jeder gesagt, Gott, das dürfte doch hier keiner sagen. Da haben wir halt auch noch einen Kohl als Bundeskanzler gehabt und den Boris Becker, da war die Kurpfalz-Sprache noch verpönt. Heute können wir so sagen, dank Menschen wie Bülent, Czako, meine Wenigkeit, Peter Schwöbel, so Dinge, die nach außen getragen werden müssen und die Leute sich freuen und sagen, ach, den verstehe ich wenigstens, so, der redet so wie ich. Und es ist doch gar kein, warum soll man das denn machen? Wir reden alle in der Region so und urplötzlich stelle ich mich auf die Bühne und würde in Hochdeutsch erzählen. Das wäre so saublöd, wie ich damals mich gefühlt habe beim Radio, als die rote Lampe anging und ich musste Hochdeutsch reden. Und jetzt eine kleine Anekdote dazu, musste Hochdeutsch reden. Ich habe ein Jahr Sprecherziehung gemacht beim Professor Lutzmann in Heidelberg. Ja, ja. Da haben wir nicht so den Kiefer ausgeschüttelt, sondern der hat mir alles Mögliche beigebracht. Und dann habe ich Sendungen über Sendungen gemacht. Und dann kam ein neuer Programmberater bei uns in den Sender. Vor allem kam ein Studio und sagte, ich muss jetzt mal gucken, ob sie es wirklich sind. Ich habe sie gar nicht erkannt, weil ich eben Hochdeutsch geredet habe in der Phase des Rotlichts. Und dann sagt dieser Programmberater hinterher, ich sage Ihnen mal was. Das ist ja toll, was Sie machen, aber Sie sollten so ein bisschen den Dialekt pflegen. Lassen Sie mal den Slang ein bisschen einfließen, das werden Sie noch glaubwürdiger. Ich habe mir es jetzt ein Jahr lang abtrainiert, dass ich ein CH fehlerfrei sprechen kann und mir die Zunge nicht verknibbel. Jetzt soll ich plötzlich im Dialekt reden. Ihr seid doch wahnsinnig. Und das war die Zeit, als Robert Treutl, jetzt Bodo Bach, bei FFH der Erste war, der sich getraut hat, sich misch dich, das CH zum SCH zu machen und keiner mokiert sich darüber. Oh mein und das Gott, war
großartig. Übrigens, sagen wir, die Kollegen von SWR4, die haben es nie ganz weggekriegt. Ja, haben das ist ja kultiviert. Wir haben es wegtrainiert und haben es dann wieder kultiviert. Aber, und auf der Bühne brauche ich mich gar nicht verstellen. Aber weißt du was, ich habe es nie hingekriegt. Ich habe natürlich auch Sprachschule gehabt, auch in Heidelberg. Und dieses SCH und CH, ich kriege es nicht weg. Wenn jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Jetzt brauche ich nicht mehr. Jetzt ist egal. Aber wenn ich einen Text habe, den ich vertonen muss, und da ist eigentlich das Wort Geschichte drin, was ja schon wieder falsch ist, dann mache ich aus Geschichte Historie. Das ist clever. Ja, ganz das clever. Aber haben wir beim Radio auch mal einen gehabt. Na klar. Kann ich nie vergessen. Ich kann es nicht der sagen. Hat, ich krieg's nicht hat, hin. Der hat aus einer Meldung, weil er das CH nicht sprechen konnte, es war ein Odenwälder. Und wir haben ja die Odenwälder Zeitung auch in der Radioredaktion gehabt. Und Diesbach Main wollte immer, dass alle, die Zeitung machen, auch Radio machen. Ob sie es können oder nicht. Dann musste ich mich mit Leuten rumschlagen, die sich gequält haben. Ja, dann hat er Nachrichten gelesen und sollte was. Psychisch krank. Psychisch krank. Muss man sich ein bisschen anstrengen. Ja. Ne? Psychisch krank. Ja. Er hat es nicht hingekriegt. Psychisch krank. Ja. Und hat er gedacht, okay, bevor ich mich abquäle hier, sage ich einfach geistig krank. Ja. Er hat gesagt, du bist jetzt wahnsinnig. Das ist ja wohl ein Unterschied, ob er geistig krank ist oder psychisch krank ist. Ja, klar. So. Der hat es umgangen und einfach nach das Wort. Das war halt leider Gottes ein bisschen daneben. Ja, was willst du denn machen, wenn du weißt, dass du dieses Wort... Schreiben und nicht reden. Ja, dann mach ja, aber Zeitung. Wenn du Fernsehen machst oder Radio... Nee, ich habe gesagt, schreib die Texte, ein anderer soll sprechen. Aber ja, das geht gar nicht. Doch, heute geht KI, künstliche Intelligenz. Genau. Warte mal ab, ob Norbert Lang irgendwann als KI-Avatar auftaucht. Ich hoffe, dass man das keine Menschen antut auf dieser Welt. Und ich war drauf, wenn auf der Bühne, nachdem jetzt schon Konzerte wie ABBA, Avatare... Ja, klar. Ach, hör mal auf. Bühnen-Jailern als Avatar, wäre mal geil, oder? Ja, das wäre geil. Dann machen wir vielleicht mal so Dreier. Genau. Bühnen, Chago, ich als Avatare. Die hatten wir alle schon hier sitzen. Du bist nicht der Erste, der... Ja, ich habe die Bilder ja gesehen. Ja, klar. Die Ahnengalerie von Kurpfalz. Ja, genau. Weit über 60 hatten wir hier schon sitzen und es waren immer wunderbare Gespräche, weil es halt auch, und so heißt es halt auch, ne, Leute aus der Region. Und das bist du ja, ein Mensch aus der Region. Aber eins wird mich jetzt interessieren. Und du weißt, ich bereite mich vor auf diese Gespräche, aber ich höre meinen Gästen auch zu. Das ist viel besser. Ey, das kannst du vergessen. Ein Journalist ist die vorher, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat sich und es in den Text reingeschrieben, hat es genauso abgelesen. Ich kann das genauso gut wegwerfen. Die können es natürlich habe ich mich ein bisschen mit deiner Vita. Ich schmeiß es weg. Hast recht, ich schmeiß es weg. Aber das Wurstebrot wird mich interessieren. Das Wurstebrot? Ja, hast du es noch? Hast du noch im Kopf, was du gesagt hast über das Wurstebrot? Ja, klar, das ist im Kopf. Ungefähr so jedenfalls. Ne? Also das Wurstebrot habe ich halt verglichen mit dem Hochdeutschen. Ne? Ja. Wurstebrot. Ne? Ja. Da läuft das Wasser schon im Mund zusammen, wenn du es bloß sagst. Ne? Wurstebrot. Ja. Ne? Und dagegen Wurstbrot. Ne? 5 Konsonanten hintereinander. Wurstbrot. Da kriegst du die Zehkant aus. Ja, natürlich. Da bleibst du über neu schiebe Stecke. Ne? Ja. Sag ich mal, Wurstbrot. Ja. Da geht es auf die Gosch. Ne? Ja. Da kannst du die Scheibe gleich ein bisschen dicker schneiden. Ja. So in dem Stil. Wurstbrot. Und da freuen sich die Leute drüber. Das ist ja einfach aus dem Leben gegriffen. Und ich bin ja keiner, da kriege ich zwar in der Presse, ich habe ja dann auch die Kollegen, die dann über mich schreiben, und da kriege ich dann irgendwelche Kritiken, wo da drin steht, ja, also politisch war das ja gar nicht. Habe ich es gesagt, dass ich politisches Kabarett mache? Habe ich nie erzählt. Mhm. Ja, bei den Spitzligern ja, in der Gruppe. Ja. Da haben wir auch kabarettistische Ansätze, die politisch sind oder sozialkritisch sind. Aber ich als Franz Kain gehe auf die Bühne und erzähle aus dem Alltag, bin der Alltagssatiriker, habe nie was anderes behauptet. Was schreibt mir dann einer da drin rum, dass ich doch, hätte ich das machen können? Das Beste finde ich immer die einem sagen, wie man sein Programm machen soll. Ja. Dann machst du es selbst. Dann geh doch du auf die Bühne, erzähl du, wie du denkst. Und ich weiß aber, ich will ja nicht für mich das Programm machen, sondern für die Leute. Und die Leute wollen sich unterhalten fühlen, die wollen einmal lachen, die wollen mal abschalten. Da haben wir gerade dieses Jahr das aktuelle Spitzliga-Programm, die Diskussion, dass wir dieses Jahr politischer sind und dass wir kritischer sind. Und ach gut, ich wollte mich schon nicht hier setzen und jetzt auch noch die ganzen Probleme des Alltags wieder hören. Mag ja sein, dass vielleicht dieses Jahr ein Tick mehr Politik drin ist. Da wiederum sind die Kritiker voll drauf abgefahren. Endlich mal nicht normale Comedy, sondern irgendwann mal ein bisschen Kabarett wieder. Ich für mich sage, alles hat seine Berechtigung. Wir haben immer eine Mischung bei den Spitzdingern. Ich für mich sage aber, ich gehe auf die Bühne, um die Leute zu unterhalten. Wer da lieber politisches Kabarett will, der muss halt zu denen gehen, die es machen. Ob die Bruno Jonas heißen oder sonst wer. Oder die da nur, wenngleich der ja mittlerweile auch nicht mehr so politisch ist.
Und wir alle haben gemerkt, es ist ja wichtig, dass die Leute mal wieder wegkommen aus dem Alltagsthema, dass sie wieder mal abschalten können für 2 Stunden lang. Und dafür bin ich da, dass ich die mal 2 Stunden dazu bringe, zu lachen und das nicht vom Fernseher zu machen. Allerdings hast du dann oft die Situation, gerade wenn es mal so ein bisschen ins Politische geht, dass die dann gar nicht mehr reagieren. Du denkst, du musst irgendwie sagen, hallo, es ist live, ihr könnt mich nicht wegschalten, ich bleibe den ganzen Abend bei euch. Ihr müsst ja schon aufstehen gehen, macht natürlich keiner, Gott sei Dank. Aber ich muss sagen, ich will die Leute unterhalten. Und wenn du dann als größtes Lob, das ist auch so eine kleine Anekdote von 4 Frauen, es kommen die Überhang Frauen, das wissen die Bühlen, das weiß der Chaco, das weiß ich, zu uns kommen überwiegend Frauen, die dann Frauenklicken kommen und Aperol Spritz vor sich stellen. Und dann bin ich mal raus nach dem Programm. Ich bin jetzt keiner, der dann da Selfies oder sonst was macht, aber nach dem Programm, da waren die 4 in der Ecke gesessen. Ah, Herr Kain, das war ja so ein toller Abend für uns. Und da sagt die andere, ich muss Ihnen ein Riesenkompliment machen. Ich gehe oft zu Veranstaltungen. Heute bin ich das erste Mal nicht eingeschlafen. Ich sage, das ist ja mal großartig. Also das ist super. Wenn ich das geschafft habe, dass Sie nicht eingeschlafen sind, dann muss es dann ganz viel lustig gewesen sein. Du, ich meine, du bist sicherlich öfter auf Bühnen vor viel Publikum getreten. Und ich erinnere mich, und ich darf diese Anekdote erzählen, da war Eishockey-Weltmeisterschaft in Mannheim und ich war Hallenmoderator und es spielt die Schweiz gegen Litauen. Und ich überlege, die Halle ist dunkel und du kennst das ja, noch 10 Sekunden kriegst du dann auf dein Ohr. Und ich überlege, wie begrüße ich jetzt die ganzen Schweizer Fans? Die Halle war ausverkauft, SAP Arena war voll. Da brauchst du schon 10 Sekunden. Grüezi miteinander. Hä? Da sind 10 Sekunden rum. Na, das Licht geht an und genau das sage ich. Ich sage, grüezi Schweiz. Und diese ganze Halle hinter mir tobt. Und was ich damit sagen will, ich will mich nicht selber loben. Das ist ja klar, das hättest du genauso gesagt. Es gibt kein geileres, schon wieder dieses Wort, Entschuldigung. Es gibt kein besseres Gefühl, als auf einer Bühne zu stehen. Life is life. Also life is life. Kann man life einfach life ausdrücken. Ja. Und wenn du das erste Mal draufstehst, zitterst du ein bisschen. Und wenn du dich dran gewöhnst, dann, komischerweise, gesagt, das ist mir nie passiert. Ist der Bühne nicht? Bei mir schon. Ja. Radio, rote Lampe, ja. Aber Bühne, keine Ahnung, woran das herliegt, also daran liegt. Ich habe ja schon angefangen, als Tanzmusik zu machen, 10 Jahre, bevor ich überhaupt Kabarett gemacht habe. Und da verlierst du so langsam ein bisschen die Hemmung, vor Publikum zu treten. Und mein Opa hat immer gesagt, denk dran, du hast einen riesen Vorteil. Du kannst einen Tick mehr als die, die da unten sitzen. Und wenn du dich mal verspielst, egal. Er hat immer gesagt, drück drauf, wenn es verkehrt ist, hört sowieso jeder. Ob leise oder laut spielst. Ja. Und so ist es. Geh raus, erzähl was. Wenn Mist ist, ist es halt Mist. Dann glauben sie halt dir aber trotzdem. Das Schöne ist ja, dass die Leute ja glauben, ich habe ja schon zig Situationen gehabt, wo mir was entfallen war, wo ich von der Bühne runter bin, mal schnell ins Textbuch geguckt habe, wieder rauskam. Und die denken, es wäre inszeniert. Alles, was auf der Bühne passiert, glauben die Leute inszeniert. Es gibt einfach Situationen, wo ich sage, jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Irgendwie hilft mir jetzt gerade in Falle. Raus, rein. Super Nummer mit dem. Super Nummer. Ja, genau. Natürlich. Genau, alle haben gelacht. Und auch alle das haben gelacht. Alle Kollegen, das ist einfach so. Und ich gerade vorhin hier im Vorgespräch wurde ich gefragt, ist es denn so, dass wenn was passiert, dass man sich da schämt? Oder man sagt, nee, im Gegenteil. Nein. Man baut es ein. Genau. Und die Leute denken, das ist gerade, wenn du es hinkriegst, dass du das, was dir als Fehler passiert ist, lustig war und es dann so rüberbringst, als ob es geplant ist. Das ist das Allerbeste. Da sind Gags schon entstanden auf der Bühne, die du einfach am nächsten Tag genauso wieder machst. Ne? Ja, aber es ist im Laufe der Zeit, so ging es mir am Anfang, gezittert, vor Rotlicht angeht, so wie du sagst, von Radio war es ja bei mir, bei Fernsehen, da zittern deine Beine und du denkst, um Gottes Wille, versprich dich nicht. Aber je älter du wirst und je mehr Erfahrung du hast, desto einfacher ist die Bühne. Desto einfacher ist und du hast schon gerade gesagt, ich werde diese aus 60, ich glaube mit 60 kann man sich dann auch ein bisschen mehr erlauben und kann einfach mal seinen Senf zu was dazugeben. Ob das dann jedem gefällt, weiß ich nicht. Ich mache sogar öffentlich meinen Senf dazugeben. Natürlich gebe ich meine Meinung wieder. Die gefällt nicht jedem, keine Frage. Ich hoffe, der Großteil hat Spaß dran und das ist immer das Wichtigste. Du kannst nie jedem recht machen. Wenn du das machen willst, brauchst du gar nicht anfangen. Weder was zu schreiben, noch was zu erzählen, das noch was auf die Bühne zu bringen. Jeder hat, und das Schlimmste ist ja heutzutage, dass ja in Zeiten von Facebook und Twitter und X und wie das alles heißt, jeder meint, Kommentare abgeben zu müssen, obwohl er es nie gelernt hat. Weil wir wissen noch, wo ein Kommentar ist und wie man den schreibt und wie man den rüberbringt. Und wir trauen uns auch zu, weil wir profundes Wissen haben, uns vorher informieren, bevor wir unseren Sermon dazugeben. Und heute wird, ich hau was raus und muss mir meine Meinung kundtun. Und das dann noch versteckt hinter irgendwelchen Pseudonymen. Das ist das Allerschlimmste. Also diese Leserbriefschreiber, wenn ja immer mehr,
Und diese Facebooker, und das ist für mich das Schlimmste. Lasst doch uns, wir haben es mal extra gelernt, und deswegen die ganzen Fake News, weil keiner glaubt ja dem anderen mehr irgendwas, wird man uns als Berufler, berufliche Journalisten machen lassen, dann glaube ich, wäre das Fake News-Thema nie so ein großes geworden. Außer, dass der Trump halt bei allem Fake News draus macht, ob das die New York Times sind oder was für eine Zeitschrift. Aber die Glaubwürdigkeit leidet sehr drunter. Da kann man Statistiken führen, dass die Zeitung immer noch die große Glaubwürdigkeit hat und auch Radio oder Fernsehen oder was auch immer. Aber es leidet immer unter Leuten, die hinterfragen und irgendwas raushauen, wovon sie keine Ahnung haben. Und das ist ganz schlimm. Weißt du, was ich immer denke? Früher gab es einen Stammtisch, du erinnerst dich. Der war sonntags. Ja, die Mama hat daheim gekocht. Und der Papa, Presseclub. Ja, oder nicht Presseclub. Nein, nicht im Fernsehen. Ich meine so generell Stammtisch. So, Stammtisch auf dem Dorf. Da waren wir beim Adler oder beim Schwarze Schwan oder was weiß ich. Ja. Da wurde dann drauf gedroschen auf alles, was die Welt zu bieten hat. Ja, aber das ist aber unter der Clique geblieben. Ja, das war unter der Clique. Genau, das ist der Punkt. Und nicht und da? Genau. Hier. Genau, und dann ist man heimgekommen und Mittagessen, und ich weiß das von meinem Vater, und jetzt rede man mal Mannemarisch, und von meinem Opa, die sind dann schlafen gegangen, mit sonntagsmittags ausgeschlafen. Heute wird dieser ganze Quatsch, der früher am Stammtisch hängen geblieben ist, beim dritten Bier, wird heute öffentlich gezeigt. Sogar ohne Bier. Ohne Bier. Oder vielleicht. Eigentlich müsste man denken, die haben eine ganze Kaste getrunken. Ja. Wenn man sowas liest. Von sich gibt, aber eigentlich schaffen die das sogar ohne Alkohol. Ja. So einen Quatsch zu erzählen. Aber gut, egal. Ja. Deswegen sind wir ja da. Ich hoffe, dass. Wir sind schon durch, Franz. Also, ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr. Nein, finde ich nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr journalistisch, und ich will auch niemand abstrafen, der sich öffentlich äußert in irgendwelchen Social Media. Sollen die Leute alles machen? Ich lese mir den Quatsch nicht an. Ich wünsche dir alles Gute und mach weiter so mit der Spitzklicker oder mit deinem Solo-Programm. Vielen Dank für den Besuch, Franz. Und ich freue mich auf jeden, der kommt. Ja, danke schön. Danke. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz Erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.